Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie hier sind und es freut mich, dass dieser Tag nicht nur ein Auftakt der Partei Die Linke ist, sondern auch eine Veranstaltung der europäischen Linken. Weil es wurde schon richtig gesagt, es ist niemals wichtiger als in diesem Jahr, dass die europäische Linke zusammenarbeitet, dass die europäische Linke Widerstand gegen diese Europapolitik der Eliten und Mächtigen entwickelt. Ich sage auch noch was, lieber soll doch ein Parteivorsitzender der Linken mit der griechischen Bevölkerung auf der Straße stehen, als wie auf dem Bild gezeigt, als Kellner bei den Mächtigen agieren. Zweitausendzwölf war das Jahr der heftigsten Angriffe der wirtschaftlichen und politischen Eliten in Europa auf die sozialen und demokratischen Errungenschaften. Die neoliberale Hegemonie wird und wurde in Verträge mit Ewigkeitscharakteren eingeschrieben. 2012 war jedoch auch das Jahr des Widerstands und der Gegenwehr gegen die Politik der Troika, gegen die Verarmungs- und Kürzungsprogramme. Dieser Widerstand muss in ganz Europa und insbesondere in Deutschland stärker werden. Ein solidarisches, soziales und demokratisches Europa kann nur von unten entstehen. Die wirtschaftlichen und politischen Eliten sind dabei, die Existenz und den Wohlstand von Millionen von Menschen in Europa zu zerstören und die Demokratie auszuhöhlen. Aufgabe der Linken ist es, immer wieder deutlich zu machen, dass die Auseinandersetzung in Europa nicht zwischen Griechen und Deutschen stattfindet, nicht zwischen Spaniern und Italienern, sondern zwischen oben und unten. Die Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd wird von nationalpopulistischen Parteien immer wieder ausgenutzt, um eine Politik des Nationalismus und Chauvinismus hoffähig zu machen. Diesen gefährlichen Nationalpopulismus sollte die Linke den Begriff der europäischen und internationalen Solidarität entgegensetzen. Die Angriffe der wirtschaftlichen und politischen Eliten richtet sich gegen alle Rentner und Rentnerinnen, gegen die Erwerbstätigen, gegen die Erwerbslosen und auch gegen die Zukunft der Jugend in ganz Europa. Diese Interessen sollen den Interessen und dem Diktat der Finanzmärkte untergeordnet werden. Und wir sagen, unser Widerstand bei unserem Widerstand gegen diese Politik gibt es keinen Platz für Nationalismus und Chauvinismus. Aber es gibt auch keinen Platz für Wettbewerbskorporatismus. Und deshalb, und das kann ich als jemand, der sein halbes Leben für die Gewerkschaften gearbeitet hat, hier sagen, deswegen erwarten wir auch von den deutschen Gewerkschaften mehr Engagement und mehr Solidarität in ganz Europa. Es kann nicht sein, dass die deutschen Gewerkschaften tatenlos zusehen, wie ihre Schwesternorganisationen mit dem Rücken an der Wand dastehen und kämpfen müssen. Hier erwarte ich auch im eigenen Interesse Solidarität und Widerstand in Deutschland, nicht nur zur Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen in den Schuldnerstaaten, sondern auch zur Unterstützung der Herausbildung eines demokratischen und sozialen Europas, in dem wir alle leben wollen. Frau Merkel rühmt sich
eines besonders erfolgreichen Krisenmanagements. Ich war in Griechenland, ich habe dort mit Leuten, Beschäftigten in Krankenhäusern gesprochen. Eine Krankenpflegerin verdient dort noch 750 Euro brutto, ein Arzt 1040 und das bei gleichen Lebenshaltungskosten wie bei uns. Kinder- und Jugendärzte sagen, dass die Depressionen und Selbstmordraten von Kindern und Jugendlichen dramatisch angestiegen sind. Wir sehen Berichte, dass Mütter ihre Kinder bei SOS-Dörfern abgeben, weil sie Angst haben, sie nicht mehr ernähren zu können. Das sind Bilder, die wir seither aus der dritten Welt kannten. Die ziehen jetzt mitten in Europa ein. 50% der Jugendlichen in Griechenland oder Spanien sind arbeitslos und müssen von den Renten ihrer Eltern und Großeltern leben. Und da sage ich, Frau Merkel, auf diese Art von Krisenlösung können die Menschen in Europa gerne verzichten. Und es ist völlig klar, dass Deutschland einen Anteil an dieser Krise trägt. Wir schaffen mit unseren ständigen Exportüberschüssen, gestützt inzwischen auf Lohndumping, aber auch auf eine hochproduktive Wirtschaft, die Defizite und die Schulden der anderen Länder. Diese müssen wir abbauen. Deutschland lebt unter seinen Möglichkeiten. Wir brauchen dringend über viele Jahre höhere Löhne in Deutschland. Und wir brauchen tatsächlich nicht die Unterordnung unter das Diktat der Finanzmärkte, sondern die Kontrolle, die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte. Wo leben wir denn, dass wir Milliarden Steuergeldern an die Banken gegeben haben und diese jetzt gegen die eigene Währung spekulieren? Das dürfen doch demokratisch gewählte Regierungen niemals zulassen. Und wir brauchen tatsächliche Hilfe für Europa und keine vergiftete. Und, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, genauso wie diese Krisenlösung für Europa gescheitert ist, stimmt auch die Aussage von Frau Merkel nicht. Millionen von Menschen wären gut durch die Krise gekommen. Und Deutschland wäre gut durch die Krise gekommen. Das stimmt für Deutschland in Gänze eben nicht. 10 Millionen Menschen müssen bei uns im Niedriglohnbereich arbeiten. Wir haben 1,5 Millionen Menschen, die unter 5 Euro die Stunde verdienen. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Es kann doch nicht sein, dass Menschen zur Arbeit gehen und dabei arm bleiben. Und deswegen sagen wir als Linke, jeder Mensch muss einen so hohen Lohn bekommen, dass er in dieser Gesellschaft ordentlich davon leben kann. Wir haben eine Ausdehnung der prekären Beschäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Werkverträge. Und wir haben immer gesagt, Leiharbeit ist moderne Sklaverei und die Sklaverei ist längst abgeschafft. Und liebe Genossinnen und Genossen, demgegenüber sagt die Linke, wir müssen Selbstverständliches wieder selbstverständlich machen. Es muss wieder selbstverständlich in unserem Land sein, dass wir Löhne haben, von denen die Menschen leben können, anstatt Armutslöhne. Es muss wieder selbstverständlich sein, dass die Menschen in der Rente ihren Lebensstandard sichern und nicht arm bleiben. Es muss wieder selbstverständlich sein, dass Erwerbslose nicht in Armut gestürzt werden und sich vor den Agenturen und Jobcentern nackt ausziehen müssen. Und es muss wieder selbstverständlich sein, dass von Deutschland kein Krieg mehr ausgibt und wir keine Kriegseinsätze machen. Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass wir keinen Krieg durch Waffenexporte exportieren. Und ich bin nicht stolz darauf. Und
Und wir können nicht stolz darauf sein, dass Deutschland inzwischen der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. Jede Waffe findet ihren Krieg und da machen wir als Linke nicht mit. Und es muss wieder selbstverständlich sein, dass Reiche und Vermögende sich am Gemeinwohl beteiligen. Und wenn andere Parteien sagen, die mit den Linken können wir nicht zusammengehen, eine Zusammenarbeit mit den Linken ist ausgeschlossen, weil diese Bedingungen unannehmbar sind, dann sagen wir, wenn die anderen Parteien Selbstverständlichkeiten nicht mehr akzeptieren, dann braucht es in diesem Land eine starke Linke, die wieder dafür sorgt, dass das Selbstverständliche in diesem Land selbstverständlich wird. Und deshalb lasst uns hinausgehen auf die Straßen und Plätze, lasst uns dafür sorgen, dass die Farbe Rot wieder Mode wird.